So, jetzt stirbst du wieder. Am besten mit dem Schwert. Ja, jetzt stirbst du. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Ja, wir waren ja auf den Mond gelandet. Und wir haben ja festgestellt, dass hier keine Sonne ist. Und das liegt daran, dass die Sonne entfernt wurde vom Mond. Und da muss ich jetzt mal was ganz kurz sagen. Ich weiß nicht, ob gerade sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ob jemand von MacDoodle gerade zuguckt. MacDoodle Core ist, sind die Macher von Minecraft. Leute, wenn ihr, also erstmal, es gibt, wie ihr wisst, zwei Energiequellen in Galacticraft. Erstens Kohlegenerator und Solar. Und wenn ihr auf dem Mond Solar entfernt und dann kann man Solar nicht mehr nutzen. Und dann heißt es, ihr müsst Kohle nutzen. Aber was bringt uns das? Auf dem Mond kann man keine Kohle finden. Man kann nur Kupfer und Zinn finden. Und die neue, das neue Ohr. Was ich euch bald auch fair vorstellen werde. Aber Leute, what? Was ist das hier? Da müssten wir unendliche, müssen wir eine unendliche Kohlefarm haben, die wir nicht bauen können. Und jetzt werden Leute sagen, dann tu dir doch Holz rein, hier kannst du Holz anbauen. Nein! Im Kohlegenerator kannst du weder Holz, weder Setzlinge, weder Holzbretter reintun. Nicht mal Kohleblöcke. Nur Kohle und Holzkohle. Also, die Holzkohle zu machen, ist sowas von scheiße anstrengend. Und, ja, ich weiß aber nicht mal, was die sich da gedacht haben. Aber ich mache mir jetzt erstmal hier ein. Wie heißt es hier? Kann ich hier die Color ändern? Na egal. Setzen wir hier einen Home-Punkt. Und dann kümmern wir uns erstmal um Sauerstoff. Aber trotzdem, es ist krass. Es ist einfach nur krass. So. Die Rakete hier war ja weg. In der Folge hat es richtig gebackt. Und ich habe jetzt erstmal alle Sachen zurückgetan. Ich habe ins Video geguckt. Und da sind jetzt diese Sachen wieder rausgekommen. Das ist wirklich dasselbe. Und, ich muss gerade mal gucken, ob ich noch mal eine neue Truhe craften kann. Wenn ja, wäre das toll. Setzen wir die hier dran. Dann haben wir noch mal mehr Speicherplatz. Tun erstmal unnötiges Zeug da rein, was wir im Moment nicht brauchen. Deswegen habe ich hier Rocket Launchpad und die Stufe 1 Rakete und noch mal einen Tank hier genommen. Ja, sonst wären wir nicht mehr zur Erde zurückgekommen. Und zu Not, falls wir abstürzen, können wir noch den Cheat-Modus nehmen, wie wir das letzte Mal auch getan haben. So, dann mache ich jetzt mal hier und hier. Und setze es hier schon mal hin. So wie früher. Zack. Und jetzt die Rakete drauf. Ja. So. Wieder raus hier. Und dann, ja, kümmern wir uns wieder um das Thema Sauerstoff. Wir haben hier unsere Tanks. Die sind noch ein bisschen, auch schon ein bisschen aufgebraucht. Aber wir wollen natürlich auch später eine feste Struktur haben mit Sauerstoff. Und das gewinnen wir durch das hier. Hier haben wir schon den hier reingetan. Hier haben wir schon ein bisschen Oxygen drin. Und das Wichtige ist jetzt, dass wir das verbinden. Dazu brauchen wir nochmal hier unser. Ja, wo ist denn das hier? Unsere hier Sauerstoffrohre. So, die packen wir mal. Ey, wir müssen das Kabel irgendwie da durchkriegen. Dann müssen wir jetzt mal hier so machen, dass wir es hier durchführen lassen. Dann sagen wir, setzen das hier durch und sagen jetzt zack, verbindet sich das. Dann müssen wir sagen, so. Dann setzen wir es da nochmal rein und dann so und so. Und dann holen wir jetzt unsere Maschine, mit der wir Sauerstoff gewinnen können.
also herstellen können quasi. So, das ist Sauerstoffverteiler. So, den setzen wir jetzt einmal ganz schnell hier ran. Das ist auch schon verbunden. Dann packen wir ganz schnell die Batterie da rein. So, lädt sich auf. Da braucht er irgendwie keinen Sauerstoff, weil der Sauerstoff nicht verbunden ist. Ach, es ist ein paar Dauts. So. Jetzt müsste es richtig sein. So, dann sieht man jetzt auch schon, hier entwickelt sich etwas. Ziehe ich jetzt einmal hier die Tanks aus. Kriegen wir ein Warning, aber wenn wir in diese Blase gehen, können wir wieder atmen. Und das ist das Tolle. So. Dann sage ich jetzt mal, wir setzen die wieder auf. Und wir, oder ich setze mal nur einen auf, mach das halt nochmal weg. Und ich hole nochmal, also wir leben jetzt quasi nicht mehr. Ich hole mal unseren Kohlegenerator hier raus. Unser Speichermodul und Kabel haben wir ja dabei. Und da generieren wir nochmal ein bisschen Strom. Das müsste alles kein Problem sein. Setzen wir es am besten aber trotzdem nochmal so hier dran. Und dann müssen wir nochmal Kohle holen. Zack. Bisschen Kohle. Und dann läuft das. Packen wir unsere Kohle hier rein. Und schon. Müssen wir auch nochmal hier verbinden. Mit unseren Systemchen hier. Müssen wir mal sagen. Wir setzen es so hin, dass wir hier unseren Strom machen. Und dann kriegt er nochmal zusätzlich noch ein bisschen Strom. So. Wieso hat er jetzt die Blase aufgebraucht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist dann so. Und dann setzen wir hier nochmal ganz schnell eine Speicherbox dran. Ich müsste es dann wieder speichern. Wenn es der richtige Output ist. Ich setze mir mal ganz schnell wieder ein Kabel dran. Das ist links, ist der Output und so. Dann müssen wir das anders hinstellen. Müssen wir das so hinstellen. Um hier Koppel und so mal hier so. Speichert er auch den Strom. Hier sehen wir halt. Der Strom wird total stark aufgebraucht. Das ist halt unser Problem. Aber so haben wir eine feste Raumstruktur. Und so, ja, haben wir halt genug Energie. So. Das nächste, was wir jetzt aber machen, ist, wir gehen nämlich auf eine Dungeon-Jagd. Diese Dungeon-Jagd, ja, wieso machen wir die denn? Ganz einfach. Wir sind ja auf dem Mond. Und es gibt noch einen neuen Planeten, nämlich den Mars. Um auf den Mars zu kommen, brauchen wir eine bestimmte Karte. Und diese Karte brauchen wir für unsere NASA-Workbench. Und deswegen gehe ich jetzt mal auf unsere Suche nach einem Dungeon, wo wir dann, diese Karte finden. Und um diese Karte zu finden, müssen wir einen Dungeon finden. Und dieser Dungeon... Lol, hier ist schon einer. Geil, hier ist schon Dungeon. Krass. Und dieser Dungeon ist auch ziemlich dunkel. Jetzt gehen wir mal hier runter. Und hier ist dieser Dungeon. So, hier müssen jetzt eigentlich... Leute, dieses Viecher spawnen. Ich baue die mal ganz schnell ab, bevor ihr Sachen spawnen. Also, bevor ihr Viecher spawnen. So. Das heißt, wir sehen jetzt hier nichts. Da werde ich jetzt sehr wahrscheinlich auf YouTube das ein bisschen ändern. Hier sehen wir jetzt vielleicht nochmal ein Wegwerfen-Farinetz, Schwarzpulver und so weiter. Da finden wir auch Kisten drin. Brauche ich mal ganz schnell ab. Ich mache das jetzt per YouTube ein bisschen heller hier. Damit ihr auch was sehen könnt. Die nächste Kiste. Nochmal ein paar Sachen. Sogar ein Namensschild. Aber das ist noch nichts Besonderes. Das wirkliche Besondere ist nämlich, ja, dieses Teil. Hier ist so nochmal ein Schild, ein Silberbarren. Also hier sind ziemlich viele Sachen. Unser Inventar ist fast auch schon voll. Und ich sehe gerade selber nichts.
muss gerade gucken. Ja, wir haben kein Redstone mehr im Inventar. Hier ist jetzt eine Abweichung. Da hinten waren wir, das heißt, es geht jetzt hier weiter. Habe ich schon auf hell? Ja, muss mal sehen, wie wenn wir auf düster stellen. Da sehen wir gar nichts mehr. So, hell. Müssen wir mal hier weitergehen. Hier sind mal die weiteren Spawner, mal ganz schnell abbauen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. So, weiter geht's. Sehr wahrscheinlich werdet ihr auf YouTube jetzt was sehen. Falls nicht, tut mir das auch leid. Aber ich muss jetzt hier erstmal. Also ich sehe nichts, aber ich werde per YouTube das ein bisschen die Lichtfrequenz ein bisschen erhöhen. So, mal ganz einen Spawner abbauen. So, und irgendwann müsste auch der Endraum kommen. Denn in diesem Raum erscheint der Boss. Und hier ist er auch schon. Hier entsteht der Boss. Ich muss, glaube ich. Ach! Scheiße, Leute! Ich weiß, wieso keine Monster hier waren. Ich weiß es. Hier. Ich stell mal auf einfach. Oh nee. Bauen wir das hier mal zu. Da kommen ja keine Viecher. Ey, wie behindert. So, und hier entsteht der Boss. Und diesen Boss müssen wir jetzt töten. So, komm, stirb. Oh Gott, wir brennen. Oh Gott. Oh Gott. Komm, stirb, du Monster. Du Monster. Scheiße, ich muss mal ganz kurz hier. Nein! Oh Leute, wir sind tot. Wir sind tot. Ich sag's euch. Wir sind tot. Der Boss ist zu stark. Ich steuere nochmal auf die Welt. Wir sind jetzt tot. Ja. Ja. Wir sind tot. Scheiße. Wir müssen es nochmal versuchen. Alter, der ist richtig stark. Warte mal. Kann man sich hier irgendwo zu dem hinporten? Nee. Ach, egal. Wir brauchen die bessere Sachen. Scheiße, wir schaffen den Boss nicht. Das ist doof. Ich stelle hier nochmal auf friedlich. Ey, wie scheiße. Wir schaffen es nicht gegen den Boss. Weil er einfach. Weil er uns in die Lava stößt. Ich brauche irgendwie. Ich brauche. Das, was ich brauche, ist. Wir brauchen. So eine Art. Ja. Ich tue mal gerade so kurz die Kohle raus. Oder tue halt mal rein. Brauchen ein besseres Schwert. Der ist zu stark. Oder wir brauchen einen Wassereimer oder so. Sowas macht den ja meisten Schaden. 6, 4, 5, 7, 4, 6, 6, 8. 7, 7,25, 6,5, 6. Und das kann man irgendwie nicht sehen. Und das auch nicht. Halten wir mal Shift. 8 Angriffsschaden. Und hier sehen wir es nicht. Das heißt, wir haben gerade das stärkste Schwert schon. Aber er schafft es, ihn uns zu gewinnen. Wenigstens haben wir jetzt schon das Loot bekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Das tun wir auch alles schon mal hier rein. So. Das Namensschildchen, Redstone. So. Dann schauen wir nochmal. Craften uns nochmal ein paar Fackelchen. Zack. Und dann, weil wir halt. Dann nehme ich mir mal einen Wassereimer mit. So, wo sind denn unsere Eimer? Die haben wir sogar schon im Inventar. Gehe ich mal ganz schnell hier zu unserer Wasserstelle. Und hole mir ein bisschen Wasser. So, dann sagen wir, der Point ist auf. Okay, das ist jetzt ein bisschen cheaten, aber wir kriegen das schon hin. Explorer. So, das ziehe ich mal kurz rüber. Dann sage ich mal hier Eddie Editor
leider nicht. Gehe ich mal hier auf Suchen. Und er sieht jetzt auch, komm, das ist behindert. Muss ich nochmal da rein. Schade. Aber trotzdem, der ist ziemlich stark. Aber wir werden jetzt trotzdem nochmal gegen den kämpfen. Aber es ist trotzdem geil, dass wir hier direkt hier ein Dungeon haben. Es gibt auch noch Dörfer, wie ich gehört habe. Aber ich weiß auch nicht, wo wir hier welche sind. Das weiß ich nicht. Wäre ich in eine andere Richtung gegangen, wären wir irgendwie 1000 Kilometer gelaufen. Hätten wir nichts gefunden. Ach, da ist auch schon ein Dorf. Guck mal, da ist auch ein Dorf. So sieht ein Dorf aus. Gehen wir vielleicht nach dem Sieg gegen diesen behinderten Boss mal hin. Dann ist das alles kein Problem. So, hier drunter müsste jetzt der Raum sein. Aber wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. Ich weiß, ich könnte mich eigentlich jetzt herunterbauen, aber das werde ich jetzt auch machen. So. Runter hier. Noch 27 Blöcke. Dann sind wir unten. Und der Stein lässt sich nicht so gut abbauen. Der Kram muss einfach in den Raum rein. Und dann geht das schon. Guck, hier ist zum Beispiel auch Zinnerz, kann man hier finden. Aber sonst wirklich nichts. So, jetzt sind wir hier und das können wir irgendwie nicht abbauen. Also das ist ja toll, aber es juckt mich nicht. Da muss ich jetzt einmal ganz schnell Game Mode 1 machen und mich in diesen Raum cheaten. Zeig wieder Game Mode 0. Und dann, ja, machen wir erstmal hier die Lava zu. Damit er uns nicht mehr in die Lava schmeißen kann. So, immer an den offenen Stellen. Überall. Ach, warte mal, hier so baue ich mal ein bisschen hoch. So, sagen wir nochmal. So. So. Zack. Kann uns nicht mehr da reinschmeißen. Nur wie hier mache ich jetzt das auch. So, machen wir mal hier das auch zu. Oder wir machen einfach den Ursprung der Lava zu. Hier geht das einfacher. Ist das so richtig? Ne, juckt die Lava nicht. Gut, dann bauen wir das nochmal komplett zu. Noch ein bisschen Licht brauchen wir halt noch. Vor allem gleich wieder ein paar Blöcke. Dann müssen wir mal gucken. Ich will eigentlich gerne diesen Boss diese Folge noch besiegen. Wenn nicht, dann geht's halt nicht. Aber ich würde halt es gerne tun. Und es reicht, glaube ich. Und dann sagen wir, ich stelle auf einfach. Und jetzt müsste eigentlich das spawnen. Gehe ich mal hier raus. Und nochmal rein. Aber der ist hier nicht. Wieso ist der hier nicht? Ich stehe doch auf einfach. Lol, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ach, guck mal, hier ist die Schatztruhe. Aber wir haben nur den Schlüssel noch nicht. Ja, den Schlüssel brauchen wir noch. Wo ist denn hier meine... Ja, dann spawnen wir ihn halt. Wenn er zu faul ist, zu uns zu kommen. Dann sagen wir mal hier... Spawn. Oder sagen wir mal hier... Wo ist denn das Spawn-Egg von dem? Spawn-Eggs. Sagen wir mal hier Boss. Ja, hier ist er. So. Sagen wir wieder Game Mode 0. So, jetzt stirbst du wieder. Am besten mit dem Schwert. Ja, jetzt stirbst du.
Yes! Ja, jetzt stirbst du. Jetzt! Jetzt! Yes! Wir haben ihn getötet! Bam! Wir haben den Boss getötet! Ganz viel tolle Erfahrung! Yay! Bam! Und wir haben hier den Stufe 1 Dungeon Schlüssel. Und mit dem gehen wir jetzt hier rein, in wo wir hier schon ein wenig waren, und ziehen das in unsere Truhe. Und hier sehen wir schon. Sorry, Leute, da gab's gerade einen Stopp. Ab da war der Speicher voll, von dem ich die Folge, ja, wie heißt es ganz genau, ja, zugewiesen habe. Deswegen, ich habe mich schon verabschiedet. Das ist halt ein Problem. Das ist genau angewiesen, als wir hier lang gegangen sind. Und dann, ja, war es halt soweit. Den Schlüssel habe ich schon reingetan, aber wenn wir hier die Kiste öffnen, dann sehen wir hier, hier ist ein Buch mit Glück 2. Hier nochmal die ganzen Sachen, und das ist das Besondere, worauf wir gewartet haben. Das NASA Workman Schema Stufe 2 Rocket, mit der wir zum Mars fliegen können. Hier nochmal ein paar Sachen, Safari Netz und so weiter und so fort. Ich versuche jetzt mal die Kiste nochmal abzubauen. Vielleicht, warte mal, den Schlüssel, kann man den Schlüssel wieder kriegen? Ich versuche mal die Kiste abzubauen. Gucken, was passiert. Ob es überhaupt geht, das weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel noch nicht mehr wieder. Aber ihr habt ja gesehen, wie wir den Boss getötet haben. Und ja, das ist die Hauptsache. Ich krieg den nicht kaputt gemacht. Aber das ist auch egal, denn wir können jetzt wieder nach Hause gehen. Unser Sauerstoff ist zur Hälfte aufgebraucht. Und deswegen, wir haben hier halt das umgangen, haben auch die ganze Zeit gesneakt. Das heißt, wir sind wieder von dem abgesprungen, haben trotzdem die ganze Zeit auf den draufgehauen. Und deswegen sind wir so schnell hier durchgekommen. Hier sind wir ja auch durchgekommen. Ich meine, wir haben den Dungeon ja schon geschafft. Deswegen sollte das kein Problem gewesen sein. Dann bauen wir uns hier einfach ganz schnell wieder hoch. Also das ist wirklich jetzt kein Problem. Ich muss ja aber erstmal das Loch hier wieder finden, was nicht gerade einfach ist. Es müsste hier irgendwo sein. Wo ist denn das schöne Loch hier? Egal. Kramen wir jetzt immer nochmal nach oben. Auch kein Problem. Bauen wir hier die Fackel nochmal ab. Und ja, das ist das Tolle, denn jetzt müssen wir nur noch auf etwas warten. Denn um auf den Mars zu fliegen, können wir nicht mit unserer normalen Rocket fahren. Das muss ich erstmal ganz kurz demonstrieren. Dann sagen wir mal hier Edgar. Gehen wir auch zurück. Und da sehen wir hier, dass hier die Raketen. Und auf dem Mars, um darauf zu fliegen, brauchen wir eine T2-Rocket und nicht unsere T1-Rocket. Und diese T1-Rocket, also T2-Rocket, wird gemacht aus den vier Raketenflossen, kennen wir ja schon, der Raketenwerktreib, die Raketennase und die Stufe 1-Booster. Die sind neu. Die werden gecraftet aus gelber Wolle, gepresst meteorisches Eisen, ist auch neu, und Hochleistungsplastik Truth 1 und ein Lüftungsventil, was wir auch schon kennen. Und das wird auch so gecraftet wie normal. Hier halt das neue, das gepresste meteorische Eisen. Das wird hergestellt aus einem meteorischen Eisenbarren, und das wird hergestellt aus rohem meteorischen Eisen. Und dieses Eisen finden wir nur auf der Mondoberfläche. Das sind nämlich Meteoriten. Wir müssen diese Meteoriten finden und abbauen. Und das ist unser großes Problem. Und dann würde ich aber auch erstmal sagen, die Folge ist vorbei.
Es war jetzt extra ein bisschen länger, weil wir halt den Boss töten mussten. Aber das war ziemlich geil. Das heißt, wir können in den nächsten Folgen wieder auf die Erde zurückfahren. Und dann, ja, machen wir da weiter. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.